Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema smartes Heizen interessiert. Der Hersteller Tado hat neue Thermostate auf den Markt gebracht, die nennen sich Tado X, haben ein ganz neues Design und unterstützen jetzt auch Meta. Gibt noch mehr Zubehör dazu, was ihr hier auf dem Tisch stehen seht. Die wollen wir uns jetzt mal ganz genau zusammen anschauen und schauen, was sie können. Erstmal fangen wir wie immer mit den Details an. Viel Spaß! Wenn euch auch die ganzen technischen Daten zu den Tado X-Thermostaten hier interessieren, dann werft mal einen Blick bei uns auf den Blog in den Heizkörper-Thermostat-Finder. Der Link ist hier oben in der Infokarte. Da haben wir ganz viele verschiedene eingepflegt. Ihr könnt da schauen, welche am besten zu euch passen. Zum Beispiel, was darf es maximal kosten, könnt ihr da einstellen. Welche Funktionen sind euch wichtig? Ihr könnt aber natürlich auch Thermostate direkt miteinander vergleichen. Könnt sehen, was da die Unterschiede sind. Schaut da also gerne mal vorbei. Ja, also, man muss als allererstes sagen, das Design ist das Erste, was einem auffällt. Die sehen natürlich total anders aus. Das andere, die ersten Generationen waren einfach weiß, sahen immer gleich aus. Gab es auch verschiedene Generationen. Tado X hat hier so eine kleine Hammerform und unterstützt jetzt eben Meta over Thread. Schauen wir uns erstmal kurz die Details der verschiedenen Komponenten hier an. Also, einmal gezeigt, das hier ist das Thermostat. Auf der einen Seite hier habt ihr ein Display und da kann man auch drauf erkennen. Auf der Kamera gerade nicht, aber auf jeden Fall. Wenn ich es richtig in die Kamera halte, dann müsste man es auch erkennen. So, glaube ich, sieht man das einigermaßen. Ja, hier kann man dran drehen, die Temperatur einschalten. Auf diesem Display sieht man sehr schön die eingestellten Daten. Hier wird das Ganze natürlich auf das Heizkörperventil aufgeschraubt. Da drin ist dieser kleine Stellradantrieb. Auf der Rückseite gibt es einen Akku. Und der Akku ist sehr praktisch, denn der muss nicht irgendwie mit Batterien versorgt werden. Denn hier ist einfach ein kleiner USB-C-Anschluss dran. Das heißt, man kann die ganz einfach nur mit einem USB-C-Kabel wieder aufladen. Okay, mehr gibt es dazu erstmal hier nicht zu sehen. Ein Thermostat hat eine UVP von ganz knapp 100 Euro. Gibt es jetzt auf Amazon immer schon ein klein bisschen günstiger, so etwas mehr als über 80 Euro. Günstige Thermostate sind es aber definitiv nicht. Von der Qualität her fühlen sie sich aber wirklich super an und mir persönlich gefallen sie optisch auch deutlich besser als die Tado-Thermostate vorher. Generell gehören die Tado-Thermostate aber eher zu den schickeren Thermostaten. Das muss man definitiv sagen. Es gibt jetzt eine Bridge, die man gar nicht mehr zwingend braucht. Denn das Ganze unterstützt ja Meta. Das heißt, wenn ihr einen Border-Router habt, zum Beispiel einen HomePod Mini oder ein Apple TV, dann könnt ihr das Ganze in euer bestehendes System einbauen und braucht diese Bridge hier gar nicht. Die Bridge sorgt allerdings für mehr Reichweite. Wenn ihr also eine Riesenwohnung habt oder irgendwas, was sehr verwinkelt ist, dann kann euch die Bridge helfen. Was mir bei der Bridge sehr gefällt, sie ist jetzt einfach hier nur noch so eine kleine Steckdose, hat hier oben eine WPS-Taste drauf, das war's. Die vorherige Bridge hatte vor allen Dingen den großen Nachteil, meiner Meinung nach, dass sie immer noch mit einem LAN-Kabel verbunden werden musste, zumindest die, die ich genutzt habe. Und ja, belegt dann einfach einen Platz auf dem Router, fand ich persönlich immer unschön. So ist das Ganze natürlich viel praktischer. Dann gibt es noch so Zubehör, das, was man dazu kaufen kann. Das hier, sieht beides gleich aus, ist aber nicht das gleiche. Das hier ist quasi ein Thermostat, was man dann für ja, so feste Heizung in einem Haus verwenden kann, um das Ganze damit zu betreiben. Oder man hat hier so einen kleinen Raumtemperatursensor. Das heißt, ihr könnt die ganzen Werte hier sehr schön ablesen. Hier auch wieder das gleiche quasi wie vorne auf dem Display. Der Kontrast ist natürlich super, weil man hier quasi weiße Schrift hat auf einem schwarzen, matten Hintergrund. Vorher war es halt bei diesen ähnlichen Geräten, die es vorher schon von Tado gab, weiße Schrift auf einem weißen Plastik. Und ja, das sieht man hier deutlich besser. Man hat hier physische Tasten, mit denen man die Temperatur einstellen kann. Später wird es noch mal mehr Informationen dazu geben, denn wir machen jedes Jahr oder zumindest regelmäßigen Abständen Videos zu den besten Heizkörperthermostaten und da gibt es dann auch noch mal ein bisschen mehr Feedback dazu, wie sich die Geräte dann geschlagen haben, wenn man ein paar mehr Heizperioden hinter sich hat. Das ist natürlich auf jeden Fall praktisch, weil man das irgendwo dahin stellen kann, wo die Temperatur im Raum genau gemessen werden soll und zwar vielleicht nicht direkt an der Heizung, wo das Thermostat das misst, dann kann man das irgendwo aufstellen. Man kann ja auch noch ein Offset einstellen, kann aber natürlich eben auch sehr praktisch, wenn man das irgendwo an der Wand befestigt, schön die Temperatur ratzfatz einstellen, ohne immer zur Heizung zu laufen und zu drehen. Über die App funktioniert das Ganze natürlich auch, über die Tado-App, das ist die gleiche geblieben und generell kann ich euch schon vorab sagen, dass die Funktionen sich hier in erster Linie gar nicht unterscheiden. Ihr merkt also wahrscheinlich, wenn ihr die vorherigen Tado-Thermostate genutzt habt, im Vergleich zu den neuen Thermostaten, außer dass die Hardware jetzt halt eine andere ist, optisch, erstmal kein Unterschied. Ihr habt genau die gleichen Funktionen in der App. Darüber sprechen wir aber gleich, denn ich zeige euch jetzt mal, was ihr in der App alles machen könnt. So ein bisschen was von den Funktionen, HomeKit und so weiter. Und damit geht es jetzt auch direkt als nächstes los.
Ja, auch wenn es hier keine großen Besonderheiten gibt, sprechen wir doch mal ganz kurz über das Thema Installation. Also, wie bei den meisten smarten Thermostaten, die man kaufen kann, kriegt man auch hier bei den Tado-Thermostaten eine Tüte von diesen Adaptern. Und je nachdem, was ihr für einen Heizkörper-Thermostat, was für ein Ventil ihr habt, müsst ihr das da halt draufschrauben. Also ihr nehmt das alte Thermostat ab, packt hier so einen Adapter drauf, müsst das dann festschrauben und dann könnt ihr halt hier mit dieser Überwurfmutter das Ganze befestigen. Und das war's auch schon. Installation, wie bei den meisten Thermostaten, funktionierte also simpel. Und dann habt ihr hier natürlich auch die Möglichkeit, das ein bisschen flexibler zu gestalten. Möchtet ihr das Thermostat so stehen haben oder hochkant, kann natürlich auch gerade praktisch sein, wenn ihr irgendwo ein bisschen wenig Platz habt. Also angenommene Tür knallt hier immer gegen, dann könnt ihr es noch hochkant machen und ihr könnt natürlich dann auch von oben das Display ablesen. Also Installation so erstmal abgehakt. Dann kommen wir mal zu den Funktionen und zu dem generellen Handhaben in der App. Also App hier einmal eingeblendet und da seht ihr direkt, wenn ihr euch schon mit Tado auskennt. Das hier ist die Standard Tado App, so wie sie auch eben bei den ganzen anderen V3 Thermostaten vorher genutzt wurde. Und tatsächlich kann man hier wirklich absolut nichts machen, was man nicht vorher mit den anderen Thermostaten auch schon machen konnte. Also ihr seht, dass ich hier gerade jetzt 4 Thermostate drin habe, die hier im Studio eingebaut sind und im Wohnzimmer natürlich auch. Wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr hier sehen, welche aktuelle Luftfeuchtigkeit man hat, aktuelle Temperatur, auf was das Thermostat eingeschaltet ist. Und man kann es hier so, wie es eben auch in HomeKit aussieht, dann verändern sich je nach Temperatur so ein bisschen die Farben einstellen. Dann wird das Ganze darüber gesendet und dann wird die Temperatur eingestellt. Ihr könnt natürlich auch hier sagen, ich will das jetzt nicht manuell machen, sondern setz mal den Zeitplan weiter fort. Im Moment ist das natürlich aus, weil ja, wir haben immer noch September. Ich brauche hier gerade nicht heizen. Und dann gibt es aber hier in den Einstellungen auch noch zig Möglichkeiten. Generell ist es bei Tado ja so, dass man hier ein Abo hat, was man abschließen kann und wahrscheinlich, wenn man Tado-Nutzer ist, auch muss in Anführungsstrichen, denn es gibt Funktionen, die einfach nur hinter dieser Bezahlschranke versteckt sind. Dazu gehört unter anderem auch die Fensteroffenerkennung und das war schon immer so ein Kritikpunkt vorher bei den Thermostaten und es ist jetzt erst recht, jetzt wo Meta und Thread noch dazukommen, denn eine Fensteroffenerkennung, die hat man nur in dieser bezahlten Variante, die ist also nicht dabei, wenn ihr das Abo nicht nutzt. Ihr könnt die zwar auch ohne das Abo nutzen, aber dann habt ihr die Fensteroffenerkennung einfach nicht mit dabei. Und das ist richtig schade, weil das eigentlich eine essentielle Funktion ist, dass eben das Fenster geöffnet wird, ein Temperaturabfall wird erkannt, das Thermostat sagt, ah, okay, ich mache die Temperatur jetzt für x Minuten einfach runter. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass das natürlich nur so einfach die uncoolere von zwei Varianten gibt, die man bei sowas eigentlich haben will. Denn das Beste, was es bei einem Heizkörperthermostat natürlich gibt oder was man nutzen möchte, sind Tür-Fensterkontakte. Das heißt, man hat einen Fensterkontakt an seinem Fenster dran, Fenster wird geöffnet, sendet den Befehl an das Thermostat und das Thermostat sagt, ah, Fenster geöffnet, ich gehe aus, Fenster geschlossen, ich gehe wieder an. Das ist natürlich das Beste. Es gibt allerdings bisher, und ich weiß gar nicht warum, keine eigenen Tado Tür- und Fensterkontakte wäre eigentlich was, was sie mal einführen könnten. Dann könnten sie allerdings ja auch nicht mehr das ganze Abo so gut verkaufen, wo die Tür-Fenstererkennung drin ist. Ansonsten, davon mal abgesehen, bietet das Abo wirklich viele, viele Möglichkeiten. Auto-Assist, ortsabhängige Steuerung, Energy-IQ, die haben hier richtig viel eingebaut und generell ist Tado sowieso dabei, sehr viel zu machen. Die haben mittlerweile einen eigenen Energietarif und arbeitet mit vielen möglichen Herstellern zusammen. Haben wir jetzt gerade erst im Rahmen der IFA gesehen, ich glaube mit Panasonic in Zusammenarbeit mit Wärmepumpen. Wärmepumpen ist übrigens noch ein Thema. Ich habe keine Wärmepumpe, weil ich wohne in einer Mietwohnung. Aber nur, dass ihr es wisst, es gibt einen Heatpump Optimizer X. Wenn ihr also eine Wärmepumpe habt, dann könnt ihr in das ganze System das hier auch noch integrieren und dann eure Wärmepumpe auch noch smart machen und optimieren. Die intelligenten Zeitpläne, die sind tatsächlich immer sehr, sehr gut bei Tado. Das war schon immer so. Man kann da hier sehr viel, sehr individuell einstellen. Man hat auch die Möglichkeit, wenn man weggeht oder wenn man das auf mehreren Handys hat, dass sich die quasi Familie aus der Wohnung entfernt, dass man dann die Temperatur automatisch runterstellt. Also man muss schon sagen, die Tado-App ist super umgesetzt. Die haben schöne Funktionen. Gerade eben diese intelligenten Zeitpläne sind natürlich dafür da, dass man dann wirklich auch Heizkosten sparen kann. Raumluftkomfort, die haben Care and Protect sogar, dass irgendwie das Thermostat erkennt, ob irgendwie eine Störung in eurer Heizung vorliegt. Statistiken ohne Ende. Hier die Fensteroffenerkennung. Hier kann man einstellen, wie lange. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich die schlechtere Variante von zwei. Tür-Fensterkontakte sind viel, viel besser. Da das Ganze jetzt natürlich Thread unterstützt und in HomeKit integriert werden kann, könnt ihr natürlich bei euch in der Home-App
Integration, Automation basteln, dass ihr einfach irgendwelche anderen Tür-Fenster-Kontakte, die HomeKit unterstützen, nehmt und die dann halt in Automation, zum Beispiel von Eve gibt es welche, zusammenbaut, dass ihr dann sagen könnt, Fenster offen, Tado Thermostat, geh aus. Das könnt ihr machen, einfach nur nochmal hier gezeigt. Hier ist die Home-App und hier sind dann natürlich genauso die Thermostate drin. Die kann man hier auch steuern. Hier kann man verschiedene Dinge machen und hier unten natürlich Automationen hinzufügen, wenn man das möchte. Hier unten sind die anderen Thermostate, die jetzt gerade aus sind. Ich kann hier Heizen einstellen und dann kann man das alles so machen. Alles richtig schick, wie man das von HomeKit gewohnt ist. Viel schöner wäre aber natürlich, da man jetzt hier auch wirklich auf Meta over Threads setzt, dass man sagt, hey, du kannst jetzt gerne in unsere App auch andere Meta-fähige Tür-Fenster-Kontakte integrieren, wäre natürlich super. Ja, ich denke mal, das war der Überblick über die wichtigsten Dinge, Funktionen, App und so weiter. Und dann fassen wir einfach nochmal ganz kurz das Wichtigste zusammen. Ja, die Tado X Thermostate unterstützen jetzt auch Meta over Thread. Das macht sie natürlich sehr interessant. Sie können nicht mehr als die vorherigen Thermostate. Ich habe es ja eben schon gesagt, in der App sieht eigentlich alles gleich aus und die Funktionen bleiben auch die gleichen. Ich persönlich finde, sie sehen schicker aus, definitiv. Sie sind etwas flexibler, weil ihr sie hindrehen könnt, wie ihr wollt. Ihr habt verschiedenes Zubehör. Was ich eben noch gar nicht erwähnt habe, was ihr vielleicht wissen, also was ihr auf jeden Fall wissen müsst, ihr könnt die alten und die neuen Thermostate nicht in der App miteinander nutzen. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, entweder nutzt ihr die Tado X Thermostate oder die Tado V3 oder V3 Plus Thermostate. Wenn ihr die gleichzeitig nutzen wollt, dann müsstet ihr für beide Varianten jeweils einen einzelnen Account euch erstellen. Dann könnt ihr das wieder machen, ist aber natürlich irgendwie sehr, sehr unpraktisch. Das wäre natürlich cool, wenn man da einfach einstellen kann. Ich habe einen Account und ich habe alte Thermostate und ich will jetzt einfach ein paar austauschen oder ein paar mehr noch dazu nutzen. Das funktioniert nicht. Immer noch schade, dass das Ganze hinter einer Bezahlschranke ist, also beziehungsweise das Abo an sich kostet ja 4 Euro pro Monat oder 30 Euro pro Jahr. Und es gibt super viele schöne Funktionen, wo man sagen kann, ja, wer so ein Abo haben möchte und diese Zusatzfunktion nutzen möchte, für den ist das wirklich super, dass man die Fensteroffenerkennung aber immer noch dahinter versteckt, ist echt schade. Ansonsten, sie sehen super aus, Akku mit USB-C, Zubehör, Wandthermostate, auch Thermostate für feste Heizung. Die Bridge gefällt mir besser, erhöht die Reichweite. Ihr braucht sie aber eben nicht mehr zwingend, wenn ihr einen Border-Router habt, aber sie belegt kein Port mehr auf dem Router und ihr habt noch einen Heatpump-Optimizer dazu. Ja, ich denke mal, das fasst die wichtigsten Dinge zusammen. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, die ich jetzt hier in irgendeiner Form nicht angesprochen habe, dann schreibt ihr gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, dann findet ihr das direkt hier. Hier unten könnt ihr unseren Kanal abonnieren und da geht es zu unserem Heizkörper-Thermostat-Finder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.